Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Jede Themen hat Meinung, nicht erschrecken. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade keine Zeit, jetzt alles aufzubauen. Deswegen sitze ich jetzt hier. Wir reden heute über den Nachfolger zu Metro 2033. Das ist dieser Ego-Shooter von THQ, basierend auf einem russischen Roman, der ein paar nette Ideen und eine sehr schöne atmosphärische Stimmung aufgebaut hat, aber mich durch sein Gameplay nicht ganz überzeugen konnte. Da gab es ein paar kleine Kinderkrankheiten. Ich habe mir auf der Gamescom mal den Nachfolger ein bisschen näher anschauen können und war dann sehr interessiert, was da die Jungs von THQ da so drin machen können. Jetzt ist es aktuell rausgekommen. Ich habe mir den Nachfolger jetzt angeschaut und sage euch meine Meinung zu. Metro The Last Light. Um die Geschichte rund um Metro besser verstehen zu können, muss ich kurz mal da ansetzen. Ich halte mich kurz. Nuklearer Krieg, radioaktive Strahlungen auf der Oberfläche in Moskau. Die Menschen flüchten in die Metro, also in dieses riesige U-Bahn-Netzwerk, um sich vor diesen radioaktiven Strahlen zu schützen. Das funktioniert nicht immer, weil die Strahlung auch so ein bisschen in die Metro-Tunnels eindringen. Im Laufe der Zeit mutieren die Menschen auch zu so boshaftigen und auch die Tiere zu boshaftigen Wesen, die die Menschen auch angreifen. Die Menschen versuchen, ein zivilisiertes Leben wieder aufzubauen. Es entstehen mehrere Fraktionen, mehrere Lager, fast schon eigene Städte, eigene Staaten mit Ordnung und so. Das Problem ist, dass auch in dieser Metro, in dieser notgedrungenen postapokalyptischen Stimmung auch Rebellen und Banditen und Überfälle und Tod und Verwesung und Angst und überall in diesem ganzen U-Bahn-Netzwerk herrscht. Und ihr spielt in Metro The Last Light, wie auch im Metro 2033, Artyom, einen jungen Soldaten, der sich mittlerweile den Orden angeschlossen hat. Er hat am Ende von dem ersten Teil Raketen gestartet, um die Schwarzen, ein bisschen ungewählter, unpassender Name, zu vernichten und zu eliminieren. Das war so eine Rasse, ein Volk an der Oberfläche. Die Menschen haben gedacht, das wären eigentlich quasi Feinde und böshaftige Wesen. Ob das jetzt wirklich so war, das ist jetzt eben die Frage. Artyom wird beauftragt, den letzten Schwarzen, der noch anscheinend überlebt hat, zu fangen und bemerkt dann irgendwie, ist das wirklich das Richtige, was ich damals getan habe. Es kommt so ein bisschen so der Gewissenskonflikt in Artyom auf. Es kommen so verschiedene Bilder, verschiedene Szenen und Situationen, wo das ganz geil aufgegriffen wird, mit sehr schönen Bildern. Es hat mir sehr gut gefallen. Die Geschichte ist generell sehr spannend aufgebaut. Es gab so ein, zwei Storytwists. Es hat sich gegen Ende hin sehr, sehr krass vom Tempo her angezogen. Es ist halt eine Geschichte, wo die Menschen oder die Fraktionen in der Metro anfangen, auch sich gegenseitig zu attackieren. Also es entsteht fast ein richtiger Krieg in der Metro und ihr seid mittendrin und müsst gucken, dass ihr da irgendwie weiterkommt. Hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, mit den ganzen Gewissenskonflikten von Artyom und den verschiedenen Situationen war es echt sehr, sehr spannend. Generell kann man sagen, ist Metro The Last Light so eine Mischung aus so einem typischen Shooter, also viele Schusswechsel gegen Gegner, gegen die mutierten Gegner, die dann eher anders agieren, aber auch viele Stealth-Einlagen, wo man dann sich durch so ein feindliches Lager durchschleichen muss. Leider ein wenig zu linear, also das fand ich ein bisschen blöd, dass man da irgendwie sehr krass vorgegeben hat, okay, du gehst hier die Leiter hoch, gehst über die Gegner rüber, hinten wieder runter und dann stehen da Soldaten teilweise minutenlang gegen die Wand starrend, dass du die von hinten schön mit dem Messer die Kehle durchschneiden kannst. Ein bisschen mehr Freiheit hätte mir da gefallen, das ist aber nicht so schlimm, ich habe das sehr genossen. Das Ganze ist auch ein bisschen so in einer sehr, es ist ja alles sehr dunkel und eklig und eng und mutierte Wesen, die irgendwo rumbrüllen und man mit der Taschenlampe durch die Gänge läuft, das Licht flackert immer sehr cool. Das könnte man auch ein bisschen als Gruselspiel ansehen, also es ist nicht unbedingt von schlechten Eltern. Mir hat es gefallen von der Stimmung her, es ist eine sehr tolle Atmosphäre. Ein wenig zu viel gescriptet, also es kommt mir teilweise vor wie so, es hat schon fast schon Call of Duty Verhältnisse. Mich hat es jetzt allerdings auch nicht so sehr gestört, weil das eigentlich sehr gut zu diesem Action Part gepasst hat. Muss jeder selber wissen. Go right.
Was mir im ersten Teil ja so überhaupt nicht gefallen hat, war ja eben das Gameplay. Das hat sich so stark verbessert. Die Schusswechsel sind sehr spaßig und sehr fetzig. Die Explosionen knallen richtig. Die Stealth-Parts, wie gesagt, die sind auch eine tolle Abwechslung. Mal kämpfst du gegen Soldaten, die in Deckung gehen, die dich flankieren, die Granaten werfen. Mal kämpfst du gegen die mutierten Wesen, die dich attackieren ohne Ende und du wirklich wie so ein, weiß nicht, wie so ein Rambo da durchbratzt. Stealth-Parts, manchmal solche Verfolgungsjagden oder sowas. Fand ich alles irgendwie sehr abwechslungsreich, hat mir sehr gut gefallen. Auch aus technischer Sicht sah das Spiel echt fabelhaft aus. Man möchte jetzt meinen, okay, das sind jetzt alles nur so enge Metro-Tunnels, das kann man jetzt gar nicht richtig irgendwie zeigen, aber manchmal gibt es so überflutete Passagen oder irgendwelche bewucherten Stationen. An der Oberfläche hat man manchmal so einen weiten Blick in die Ferne. Das sieht dann echt sehr, sehr fein aus. Auch so die Gesichtsmodelle und alles drum und dran, das sieht echt wirklich schön aus und bringt dann halt eben so diese tolle Atmosphäre rüber. Negativ muss ich auch so zwei, drei Sachen anmerken, wobei auch der Großteil mehr so eine persönliche Geschmacksfrage ist, zum Beispiel das Setting, also so eine Untergrund-Metro, postapokalyptische Stimmung, alles überall irgendwie Schrott und Schutt und so ganz notdürftig irgendwelche, Häuser gebaut, zusammengebastelt quasi, alles braun, Grautöne, so viele, weiß nicht, Metro-Schienen und so. Es ist wirklich eine nette Idee, aber vielleicht habe ich mich da ein wenig satt gesehen. Ich war sehr froh, nach der Hälfte des Spiels mehr so auch so an die Oberfläche zu kommen, mehr in so andere Gebiete zu gehen und nicht immer in diesen komischen Tunneln. Das hätte mich dann, glaube ich, wirklich komplett angenervt. Außerdem habe ich ja auch schon oft gesagt, und da bleibe ich immer noch dabei, diesen russischen Akzent im Englischen wie auch im Deutschen, der mich mit der Zeit echt schon, okay, man gewöhnt sich irgendwann mal dran, aber warum eigentlich so? Artyom, komm her, ich habe hier eine Leiche gefunden. Oh verdammt, das ist ein Soldat der Roten. Artyom, geh zu Anna und wenn du an den Sicherungskasten vorbeigehst, mach ihn an. Oh scheiße, das ist mein Freund Ivan. Oh Ivan, du warst ein guter Soldat, ich werde für dich beten. Ivan, du hast mir Call of Duty gezeigt. Manchmal habe ich mir dann schon so gedacht, so... Halt's Maul. Und dritte Kleinigkeit ist, dass das Spiel sehr stark getrennt ist. Also ihr kommt hin und wieder mal in diese aufgebauten Städte und dann seht ihr halt andere NPCs, die sich miteinander unterhalten und durch deren Dialoge, die reden halt sehr viel und die reden so, oh, letzte Woche hat meine Frau Geburtstag und ich hatte keine Geschenke. So, ne, solche Geschichten und ihr hört denen halt zu. Und dadurch setzt sich ja auch diese gesamte Geschichte und das gesamte Universum, das euch nicht irgendwie mit einem Silbertablett präsentiert wird, zusammen. Am Anfang hat man da vielleicht ein bisschen Probleme übrigens, also die ganzen Fraktionen auseinanderzuhalten, das ist ein bisschen kompliziert. Aber mit der Zeit hat man sich so eingefunden und ich fand das auch sehr rund vom Universum her. Aber wie gesagt, du bist dann in diesen Städten und hörst den Leuten zu, dann manchmal stehst du da zwei, drei Minuten, die erzählen über irgendeine Geschichte. Und dann denkst du dir, okay, die sind jetzt anscheinend fertig, dann gehst du ein paar Meter weiter und schon wieder, irgendwie zwei Meter weiter unterhalten sich zwei Kinder über das letzte Spielzeug, was sie gekauft haben, oder was sie bekommen haben. Und das, irgendwie ist das immer so ein Stop and Go in diesen Passagen und du denkst dir, ja gut, wieso könnt ihr das nicht ein bisschen besser kompensieren, so ein bisschen besser einplanen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich laufe hier hin, da höre ich mir das an, ich laufe hier hin, da höre ich mir das an. Und eigentlich läufst du quasi wirklich nur straight durch das Level und am Ende geht's wieder los mit Action. Das fände ich ein bisschen cooler, wenn das ein bisschen besser eingeteilt werden würde. Das Spiel hat auch so ein paar nette Gimmicks, wie die mit den Gasmasken. Also wenn ihr dann an so Bereiche gelangt oder auch an die Oberfläche gelangt, wo radioaktive Strahlungen da sind, da habt ihr, du müsst ihr halt so eine Gasmaske aufsetzen und die Filter immer auswechseln, die nach ein paar Minuten wieder ausgehen. Ihr habt eine Uhr, wo ihr seht, wie lange dieser Filter auch noch, noch Luft durchlässt oder das filtert. Und ihr habt auch dort eine Anzeige, ob ihr sichtbar seid oder ob ihr gerade für die Gegner unsichtbar seid. Also das war auch eine nette Angelegenheit. Am Ende habe ich jetzt doch viel mehr gemeckert, als ich eigentlich wollte. Denn ich will eigentlich nur sagen, dass Metro The Last Light echt eine
willkommene Abwechslung im Ego-Shooter-Genre ist. Ich muss zugeben, in diesem Jahr haben wir tolle Shooter hier gehabt. Tolle Shooter, die neue Ideen haben, die neue Settings aufbauen oder beziehungsweise die versuchen, auch mit anderen Dingen zu glänzen. Ich bin sehr froh, Metro The Last Light gespielt zu haben. Ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das Gameplay hat sich verbessert, die Ideen waren da. Es war sehr abwechslungsreich. Von der Länge her hat es gepasst. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe. Ich glaube, so 8 Stunden habe ich schon gebraucht. Ich finde das Spiel echt toll. Ich glaube, dass Shooter-Freunde damit echt ihren Spaß haben werden, wenn sie auch ein bisschen Bock haben, auch eine tolle Geschichte zu erleben. In diesem Sinne bin ich jetzt weg und wie gesagt, tut mir leid, dass ich jetzt nicht alles aufgebaut habe mit Licht und so, aber ich glaube, das ist sowieso nicht so wichtig. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Zeit gehabt. Also, wie gesagt, einen schönen Abend noch. Haut rein.